Mit Julia Let's Plays geht es heute wieder in die Vollen. Ob Innenstadt, ob Autobahnen, Räder müssen rollen. Bestückt mit vielen hundert Pferden unter ihren Sitzen, fängt sie auf bei einer langen Steigung längst nicht an zu schwitzen. Mit Julia geht's kreuz und quer in ganz Europa hin und her. Es blitzt die Felge und es glänzt der Lack. Sie frisst so manchen Kilometer, fährt mal früh, dann wieder später. Simulator auf dem Eurotruck. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eurotruck Simulator 2. Beim letzten Mal haben wir ja mal so ein bisschen in die Drivers Academy reingeguckt und jetzt wollen wir wieder Aufträge fahren. Ich kaufe mir aber einen neuen LKW. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu einem Volvo-Händler. Volvo. Da. Online kaufen. Wir können ja mal einen schicken Volvo auf die Reihe bringen. Das gibt nur 4 Stück. Nehmen wir mal hier den dicken. Ausführung ändern natürlich. Wollen wir mal sehen, was man da noch machen kann. Und dann fahren wir damit Aufträge eine Weile. Und ich habe nämlich gehört, und vielen Dank übrigens auch für die Kommentare dazu, dass ab der Version 1.53 dann die Drivers Academy auf Deutsch wäre. Und so lange warten wir ab. Also bei mir ist es ja immer so, dass ich warte, bis ProMods soweit hinterhergekommen ist. Und wenn ProMods eben kompatibel mit der 1.53 ist, installieren wir den ganzen Kladderadatsch und dann können wir in der Drivers Academy weitermachen. Ich habe das schon lieber in Deutsch. Sonst ist mir das alles ein bisschen zu anstrengend. So, wollen wir mal gucken hier. Joa, wir wollen einiges ändern. Gehen wir mal von vorne durch. Was haben wir da? Das ist drauf, ne? Hohe Dach. Jo, gut. Was gibt's denn hier? Ist auch das Beste schon, ne? Motor. 600 PS. Dann nehmen wir doch hier den 750 PS Eumel. Was war denn hier? Da sind wir ja ganz unten. Was haben wir denn hier? Getriebe. Immer das Beste nehmen. Wenn man keine Ahnung hat, dann sagt man, das Teuerste ist das Beste. So, ich glaube, da sind wir dann auch ganz gut damit ausgestattet. Jetzt geht's an die Farbe. Natürlich unser Rot, ne? Schwupp. Ah, ich habe jetzt aber keine Lust hier, wer weiß, wie lange hier alles Mögliche dran zu machen. Wir brauchen natürlich hier oben so eine Lampe. Welche nehmen wir denn hier? Die? Ja, ruhig so eine große. Wenn ich da so ein Horn dran mache, dann lachen sie wieder. Obwohl, die geht so. Die steht jetzt nicht über wie so ein Fühler. Machen wir hier auch einen hin. So. Was ist das eigentlich? Da so ein Bügel. Und da kann man dann noch alles Mögliche anbringen. Zum Beispiel Lampen, ne? Welche sind denn am hellsten? Hier die? Aber ich glaube, das bringt gar nicht viel. Ich kann hier so viele anbringen, wie ich will. Das macht gar nichts aus. Oder? Oh, ist ja Arbeit. So, was haben wir hier noch? Ach, das finde ich in Schwarz schicker. Was kann man denn hier noch machen? Auch noch Lampen, ne? So. Sieht man kaum, ne? Und hier geht's weiter. Auch noch so ein Bügel. Was fette Dinger. Oh. Den finde ich am besten. Was gibt's denn hier? Da können wir auch die wieder dran machen. Komm, jetzt gehen wir mal richtig zur Sache. Jetzt machen wir die ganzen Lampen da dran. Was kostet der Spaß denn schon? 350.000. Alter. Aber was ist schon Geld?
So. Wo war denn geklicke? So. Nee, nicht abmachen. Dann muss ich wieder von vorne anfangen. Was ist denn hier? Achso, das ist das. Finde ich schöner. Ey, nee, in Rot? Lass mal in Rot. Was haben wir da noch? Noch so ein Ding. Hier kann man die, glaube ich, in Chrom machen oder so, ne? Aber das finde ich so schon in Ordnung. Ja, das ist okay. Und hier? Chrom. Ja, die ganzen Räder und Felgen jetzt zu tauschen, habe ich jetzt keine Lust zu. Was ist das denn? Okay. Und hier noch? Ja, schick. Dann haben wir hier noch Lampen, ne? Aber da kann man so nichts weiter ändern. Gut, gehen wir rein. Ja, jetzt müssen wir natürlich auswählen. Oh ja, Volvo, das ist mal wieder ganz anders. Das hat sich aber so stark verändert. Ich bin mal gespannt, was die da so alles gemacht haben. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Innenausstattung machen. Die Sitze gefallen mir gut. Was haben wir denn hier hinten so? Ah, ja, ja, Totenkopfkissen. Beziehungsstatus. Machen wir ein Schlafkissen hin. Und was ist hier? Am gemütlichsten wäre so eine Decke, ne? Ja, klar. Fürsorgedecke, guck mal. Da wäre das. Was haben wir da? Ist ein richtiger Tisch hier. Da hinten ein Kaffee, ist er so weit weg. Krone Minifigur Harald. Da können wir schon mal eine Kerze hinstellen für Weihnachten. Und hier. Aber jetzt haben wir Dreier Abstellfläche, ja. Das Geist. Hier kommt eine Sonnenbrille hin oder ne, hier die Flasche. Boah, ist aber groß. Und da die Sonnenbrille. Dann diese Schilder brauche ich eigentlich nicht. Das sind ja diese Fahrerschilder. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Kann ich vielleicht machen. Das brauchen wir auch nicht. Was ist hier? Nee, das Dunkle finde ich in Ordnung. Hier ist auch noch was. Nee, brauche ich nicht. Duftsäckchen. Machen wir so einen Duftäumel noch hin. Dann haben wir hier am Beifahrersitz noch was. Ich könnte ja auch mal gucken, ob ich einen Beifahrer oder so. Gibt's ja, glaube ich, auch, ne, dahin noch hinmache. Handtasche da drauf? Ja, das wäre wahrscheinlich am ehesten. Für mich so weit weg, die wird eher hier stehen. Was gibt's denn hier? Mampfzeug. Guck mal, hier ist die Handtasche, ne? Oder eine Kühlbox. Ja, mit allerhand Leckereien drin. So, sind wir jetzt fertig? Da oben noch was? Hier ist noch was? Ach ja, so ein Hängezubehör. Eine Friedenstaube. Passt ganz gut zur Zeit. Ne, Vorhänge brauche ich keine. Sonnenblende. Windschutzscheibensets. Nee, das ist bräunlich. Ich glaube, was haben wir hier noch? Fahrerschild. Eckbereich, ja, da konnte so ein Navi da hin, weil ich glaube, ich bin fertig. Ne? Guck mal, nur 370.000 kostet die Karre. Bestätigen. So, kaufen. Haben wir schon ganz gut hingefummelt. Kaufen, der soll nach Kiel. Da habe ich mir extra freigeräumt gerade. Wupp. So. Einer reicht. Wir haben ja sowieso schon allerhand LKWs gekauft, die ich gar nicht benutzen kann im Moment, weil so viel Fahrer gibt es gar nicht. Dann würde ich mal sagen, müsste ich da schon drin sein, weil ich den auf mich draufgesetzt habe, ne? Schauen wir mal.
Ah ja, Volvo. Ewigkeiten nicht gefahren. Als ich mit Eurotruck anfing, da bin ich am Anfang doch sehr schnell bei Volvo gelandet und lange nur Volvo gefahren, bis ich dann irgendwann auf Scania umgestiegen bin und jetzt mal wieder im Volvo. Wollen wir doch mal gucken, ob das Erinnerungen weckt. Jetzt suchen wir uns direkt einen Auftrag raus. Aufträge. Was gibt es denn so in Kiel? Habe ich den doch auf kurz stehen? Da muss ich gleich mal gucken. Bad Oeynhausen, Duisburg, Zwolle, Zwolle, Malmö. Naja, das ist alles nicht weit. Dann fahren wir erst was Kurzes. Wo wollen wir denn hin? Welche Richtung? Sollen wir wieder in den Norden fahren? Dann würde ich hier so ein Malmö-Dings nehmen, ne? Malmö, Malmö, Malmö. Was nehmen wir denn? Hier den Bagger? Das ist Schwertransport, da gibt es dann auch ein bisschen Kohle für. Ja, gut. So. Ich muss das aber einstellen, dass wir da wieder längere Aufträge kriegen. Optionen, das war bei Gameplay. Bevorzugte Auftragslänge, wo haben wir das? Da, guck mal, siehst du? So, dann gibt es demnächst auch wieder längere. Na dann los! Kilometerstand 0. Boah, das hat sich wirklich verändert. Aber wenn man bedenkt, wann habe ich angefangen mit Eurotruck? Das war 2012, 13. Ja, 2013, glaube ich. War dann so 2014, wo ich dann auch viel rumgefahren bin. 2015 bin ich vielleicht schon gewechselt. Das ist ja auch schon 9 Jahre her. Die Fahrzeuge sind jetzt inzwischen anders. So, 17 Kilometer sollen wir also fahren bis zum Abholen. Volvo sieht man aber eigentlich oft. Also wenn ich mal so auf der Straße in der Realität unterwegs bin, LKWs, Volvo, kann man gut erkennen an den Lampen, ne? So. Ich müsste mal so ein bisschen die Sicht einstellen, würde ich sagen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, obwohl im Großen und Ganzen geht das so, ne? Ja. Ne, das passt schon so. So. Auf geht's. Die bekannte Strecke hier in Kiel. Ah, hier in der Nähe bin ich heute noch gewesen, heute Morgen. Da, da, die. Ja, normalerweise mache ich dann auch so die Felgen alle in Rot, aber das ist so ein Geklicke, da hatte ich jetzt keine Lust zu. Vielleicht hole ich das mal noch nach, mal gucken. So, Rot. Mach Green. Aber ich höre auch jetzt den LKW-Motor kaum, ne? So. Noch 15 Kilometer. Ich bin schon zu schnell. So, können wir einloggen. Ich denke mal, ich werde nicht auf die Autobahn fahren, deswegen werden wir jetzt bestimmt hier rüber müssen. Ja. De Girolami. Hat so ein bisschen was von Salami. Mensch, jetzt bin ich schon wieder zu Hause gleich. So, einmal rum. Da vorne die hellen Gebäude direkt vor uns, das ist der City Park. Da habe ich mit dem Jason mal gesessen und Kaffee getrunken. Ja, Jason Dax.
Mit dem habe ich heute auch gequatscht. Mit dem Jason. Da darf ich aber nichts drüber verraten. Da kommt ein Video von ihm. Demnächst. So. Grün. Jawohl. Ecke Schützenwall. Schützenwall und B76. Ja, die ist ja da unten lang. Wer ist das hier? Olaf-Palme-Damm heißt die hier. Weiterhin heißt sie Theodor-Heuss-Ring. Aber hier heißt sie Olaf-Palme dann. Auch grün. So, jetzt haben sie hier immer noch die Baustelle. Das ist längst fertig. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne, dass hier Höfner ist. Höfner und was war hier noch irgendwie? Wie hieß der andere? War das ein Skonto? Oder ein... Nee, ein anderer. Da, wo das Holz steht, jetzt direkt vor uns, da ist noch Aldi, glaube ich, und Poco. Und Poco ist, glaube ich, auch schon wieder zu. Schon wieder pleite oder so. Die machen, glaube ich, schon wieder zu. So, Aufträge. Wir haben diese Malmö-Geschichte hier. So, wo steht er denn? Ja, wo bist du denn? Ach, da, alles klar. So, können wir hier so rum? Ja, ja, die Höfner. Bautet mal, ne? Ist eigentlich schon fertig. Da war ich schon drin. Wollte ich mal gucken, mich erkundigen nach einem neuen Schreibtischstuhl hier. Einer, wo die da Gasdruckfeder nicht nach ein paar Monaten schwächelt und über runterrutscht. Teure Preise, Gasdruckfedern auch nicht besser eigentlich, ne? Also, nee, also, ist nicht meins. Außerdem haben die ja Scheiße gebaut damals. Viel zu viel Holz, viel zu viel Wald abgeholzt und so. So, dann wollen wir mal nach Malmö fahren. Von hier aus ist ja eigentlich in der Realität zumindest nicht weit, um auf die A215 zu kommen. Dann die 210. Oh, dann fahren wir ja sogar über die Brücke. Über die Rader Hochbrücke. Da gab es auch mal ein Video von mir, oder gibt's noch? Da bin ich drüber gefahren im Eurotruck, dann mit der Flugkamera drüber. Dann bin ich in der Realität drüber gefahren, über die Brücke. Und dann mit der Drohne drüber geflogen. Ja, da kommen wir ja dann vorbei, wenn wir nach Malmö fahren. Oh, da kommen noch einige Brücken dann. Schauen wir mal. Ich mache das jetzt aber hier kleiner. Ja, ja, hier ist die. Das ist echt. Also das, ja. Da von Höfner hier so das Stück und dann auf die 215. Die fängt hier gerade an, die Autobahn. Das ist, das sieht auch wirklich so aus. Nur da vorne, also wo die nächste Ampel ist, da geht es eigentlich schon auf Ikea. Und hier ist der Ikea-Turm. Den sieht man ja jetzt. Da links. Bisschen weiter zurück. Also Ikea ist ein bisschen näher da an der Straße ran eigentlich. Aber sonst passt das. Wieso hier 60? Ist doch schon Autobahnbeginn hier. Eigentlich. 80 ist hier, glaube ich, aber. Ah, jetzt, okay. Ja, und ich denke, nimmst du mal was anderes? Nimmst du mal ein Volvo? Warum nicht? Create your own lifestyle. Room 108. Warum 108? So, wir müssen dann aber auch gleich auf die rechte Spur. Und das habe ich jetzt nicht aufs Navi geguckt, sondern mich an der Realität orientiert. Ist schon krass, ne? Jupp. Genau so aus wie in der Realität, aber genau. Ist schon verrückt. Gut, was ist hier schon besonders Aufregendes, ne? Bisschen Asphalt, Leitplanken, bisschen Grünzeug. Da-di, da-di. Oh, hier ist wieder der Bär los. Die kommen jetzt rübergezogen, dann ziehe ich hier mal nach links. So. Du musst mal deinen Bus waschen. Der ist dreckig wie sonst was. Balkantrans. So, und jetzt? Kann ich mehr rechts rüber, wa? Ich muss aber gleich ab.
Du wartest jetzt mit deinem blöden Sprinter. So. Hamburg-Kolding. Das ist komisch, ja. Das kann doch nicht Flensburg muss das sein, Kolding. Hamburg-Quatsch. Aalborg, ja. So. Und dann geht's gleich über die Rader Hochbrücke. Da wohnt übrigens die Bibi in der Nähe. Die kennt ihr vielleicht. Die fährt ja manchmal mit als Freier im ATS-Konvoi. Die wohnt da. Das Haus kann man quasi ja so fast von der Hochbrücke aus sehen. Da die. Ein dicke Bagger. Was ist das, ein Caterpillar oder? Steht nicht drauf, ne? Uah. Kaum fahre ich Außensicht, mache ich den Luchsen wieder hier. Oh Gott, das gibt wieder Haue. So, da haben wir sie schon. Die Rader Hochbrücke, wenn man die führt über den Nord-Ostsee-Kanal, der also Nord- und Ostsee verbindet. Die größten Ozeanriesen fahren hier manchmal durch. Deswegen ist die ja auch so hoch, damit das passt. Und ist so eine kleine Insel hier, wie wir sehen. Die geht ja noch weiter, die Brücke. Und da hinten ist dann Rendsburg. Vorsicht. Ja. Boah, ey. Außensicht kannst du knicken, ne? Da kriege ich nichts auf der Reihe. Aber die Brücke hier, die ist ziemlich marode. Die wird erneuert. Da sind sie jetzt schon mit angefangen. Da habe ich auch mal so ein Mitglieder-Special gemacht. Da bin ich hier unten zu Fuß rumgelaufen, hier am Ufer, unter der Brücke. Und hab das gefilmt, da haben sie dann schon abgesperrt und schon quasi mit den Bauarbeiten angefangen für die neue Brücke, die hier mal kommt. Weil die hier nicht mehr so gut ist. Ja, und wenn man hier von der Brücke runterkommt, dann ist kurz darauf eine Raststätte. In der Realität, ich weiß gar nicht, gibt es die hier eigentlich auch? Hier ist schon Flensburg, ach du liebe Güte. Das sind aber nochmal, weiß ich nicht, 50, 60 Kilometer mindestens bis Flensburg. Minigens. Lass dich doch mal hier durchklicksen. Habe ich eigentlich Licht an? Nee, aber jetzt. Mal gut, dass ich das jetzt gemerkt habe. Da ist es der Sprit. Wo habe ich eigentlich den Tempomat stehen? Ich finde den nicht. 26 Grad. Ich kann hier nichts einstellen. Und oben der Knopf ist was anders. Ich muss ja eben gucken. Ne, das ist das doch da. Guck mal. Da 80 km/h ist der Tempomat. Mach den mal raus und wieder rein. 81 jetzt. Ja, ist egal. Ne, das ist der Tacho, der anzeigt. Aber was ist denn jetzt für ein Tempomat? Pass mal auf so. Ich sehe das immer noch nicht, ne? Hä? Ah, jetzt habe ich das. In der Mitte im Tacho steht der. Steht jetzt auf 82. Jetzt auf 80. Jetzt haben wir alles richtig. Und sind schon in Dänemark. Kannst mal sehen. Ratzfatz geht das hier. Jo, morgen Abend. Ja, ich kann sagen, eine Viertelstunde noch, dann ist es schon morgen. Da ist wieder ATS-Konvoi geplant. Da kommen also auch jetzt wieder neue Folgen. Wenn die hier öffentlich erscheint, ist es Sonntag, dann könnte das schon quasi fast zeitgleich losgehen. Neue Folgen. ATS-Konvoi. Mal gucken, wer da kommt. Ich glaube, hier der Mario, Preuß 70, hat sich schon angekündigt, ist dabei. Falcone wohl auch. Ich. Mal sehen, ob der Sascha dabei ist. Sigi und Luxen vielleicht. Ich habe von denen bis jetzt noch nichts gehört dazu. Schauen wir mal. So, Padburg vorbei. Jetzt geht es Richtung Kolding rauf. Und dann fahren wir wahrscheinlich, oh, ich sehe schon, da ist es schon markiert, fahren wir dann Richtung die große Storbeltbrücke. Auch geil. Da fällt mir mal ein, könnte man ja auch mal mit dem Flusi machen. Man könnte mit dem LKW eine weite Tour fahren, oder muss ja gar nicht so weit sein, so eine Tour fahren
und die dann mit dem Flugzeug nachfliegen im Flugsimulator, ne? Könnte ja auch was Interessantes sein. Allerdings, ich warte noch ein bisschen, werde mir aber dann wohl bald den Microsoft Flugsimulator 2024 holen. Da werde ich vielleicht eine Weile brauchen, bis ich das alles eingerichtet habe mit meinen Steuerungsgeschichten da. Und dann muss ich erstmal Karriere machen, muss ja erstmal den Flugschein machen und so. Aber dann wäre das später mal eine ganz interessante Sache. Warum nicht? Bis jetzt haben die ja noch damit allerhand Fehlern zu kämpfen. Aber warten wir noch ein bisschen, dann gucken wir uns das an. So, da ist schon mal eine Tanke. Da, da, di, da, di. Ja, mal wieder mit dem Volvo unterwegs. Dann wollen wir mal gucken, wie der sich so anfühlt. Bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Das kleine Navi da vorne, so direkt neben dem Lenkrad, finde ich auch ganz gut in der Position. Muss ich nicht so weit runter gucken. Ich denke mal, weil das Blickfeld von der Windschutzscheibe ist ein bisschen klein, dass ich mit dem Blick ein bisschen nach vorne rücke. Ich glaube, das mache ich mal eben. Ja, das braucht manchmal eine Weile, bis ich das so den Blick nach vorne. Nee, dann muss ich mit dem Sitz nach vorne gehen. Ja, genau. So. Ah? Ja. Gucken wir mal. Ist das besser? Bisschen, ne? Die Spiegel sind gut eingestellt. Rechte Spiegel interessiert mich eher weniger. Habe ich den Kilometerstand eigentlich auch hier auf einem Blick? Ach ja, da unten 205 haben wir jetzt. Jo. Und schon sind wir Kolding. Das geht schnell. Das ist ein ganzes Stück bis darauf. Naja. Malmö. Von da an müsstet ja dann demnächst wieder auch längere Touren gehen. Vielleicht kriegen wir ja wieder eine mal oben nach Spitzbergen oder so. Warum nicht? Oder da oben nach Russland drauf. Entschuldigung. Odense, ja. Hinter Odense geht das dann los mit der großen Storbelt-Brücke. Wie weit haben wir das eigentlich noch? 266 Kilometer und wir müssen da sein. Oh, heute Abend. Das ist jetzt auch eine Brücke, die sieht jetzt schon so vom Näherkommen ein bisschen gewaltig aus. Das ist die Brücke Mittelfahrt. So heißt das hier. Mittelfahrt. Also Fahrt, ich glaube, da ist weder die normale Fahrt gemeint, noch der englische Furz. Heißt so, Mittelfahrt. Ja, und was ich gehört habe, ich glaube, die Becky hat mir das mal erzählt, hier das Gewässer, was hier unten drückt ist, das ist ja schon so Ostsee quasi, ne? Müssen ziemlich starke Strömungen sein. Also hier mit dem Bötchen von einer Seite rüberfahren zur anderen, das kannst du wohl knicken, weil so starke Strömungen hier sein sollen. Gefährlich. Und da die kleine Kirche, die jetzt gerade hinter einem Seitenspiegel verschwunden ist, die habe ich schon besichtigt. Ich bin hier schon mal mit dem Auto lang, bin hier abgefahren und bin dann da unten an der Küste gewesen und habe mich da so ein bisschen umgeguckt. War ganz interessant. So ein kleines Örtchen ist da und eben auch diese Kirche. So eine typische dänische Kirche. Also diese weißen Kirchen überall. Ja. Jetzt kommt Odense. Da kommen wir vielleicht in dieser Folge noch über die Brücke, ne? Ja, könnte klappen. Das kann klappen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oder fahren wir das Ding fertig? Ja, das wird knapp. Hat ein bisschen gedauert, das Auto zu kaufen hier. Warte mal, apropos. Licht. Nee, das ist ja alles hier. Die müssen auch angehen. Was hat er denn jetzt gemacht? Komisch, ne? Dass es so nach vorne gegangen ist. Naja. Ist ja nicht so stehen geblieben. Odense. Schon sind wir da.
Ja. Ja, bin ich auch real schon lang gefahren. Da könnte ich auch noch eine Geschichte erzählen. Da war ich mal eine Freundin besuchen, die war in Schweden, im südlichen Schweden, in Urlaub. Und dann bin ich mit dem Auto hier lang gefahren, über die Brücken nach Schweden, habe sie da besucht und die hatte ihren kleinen Sohnemann mit und den Sohnemann von der Nachbarin, den Freund von ihrem Sohn. Das war so im Alter, ja, ich glaube, die waren erste Klasse, Grundschule oder noch gar nicht in der Schule, so, ne, 6, 7 Jahre. Und der Nachbarsjunge, der hatte so furchtbare Heimwehen, der hat nachts immer geweint und geweint. Und dann haben sie telefoniert, als ich da war, mit der Mutter von ihm. Und dann haben sie sich breitschlagen lassen und dann habe ich den Jungen mit nach Hause genommen. Ich bin ja dann nach 2 Tagen auch wieder abgehauen, habe ich den mitgenommen. Ist er mit mir mitgefahren, nach Hause zu Mama. Ja, und der war ja beim Hinfahren anders gefahren. Da sind die ja über die Insel, über Fehmarn gefahren. Und mit der Fähre. Und ich habe gesagt, ich fahre aber anders. Ich fahre über 2 große Brücken. Ja, und der hat da hinten gesessen, der hat nur gewartet, bis er endlich zu Hause ist. Glaube ich. Hat nicht viel gesprochen. Ja. Ich weiß, ich kann mich an den Namen von dem Jungen nicht mehr erinnern. Ich weiß das nicht mehr. Tja. So, da sind wir jetzt auf der großen Storebeltbrücke, so heißt die Storebelt, großer Belt. Und die sieht wirklich genau so aus. Man fährt hier über so eine langgezogene, flache Brücke, die ziemlich auch niedrig ist, wie hier eben. Dann ist hier diese kleine Insel mit dem Leuchtturm drauf und dann kommt diese große, hohe Brücke. Die ist so hoch, weil hier diese Stena Line und auch die Color Line, die ja, ne, die Stena auch? Ja, die Stena auch. Beide, Stena Line und Color Line. Also die Stena Line pendelt ja zwischen Kiel und Göteborg. Das ist ja gar nicht weit von hier her so, Göteborg. Und die Color Line, die pendelt täglich von Kiel nach Oslo. Und die fahren beide dann hier unter der Brücke durch, ne? Ja, und ich bin ja hier mit meinem kleinen Twingo rüber gefahren. Da habe ich so ein Faltdach. Das ist hier oben ordentlich windig. Also hier geht schon richtig weiter. Man muss gut festhalten. Und dann das Dach immer, ne, dieses Faltdach, dieses Kunststoff, da hat immer geflattert. Das war schon ein bisschen beängstigend. Ja. Ach ja. Ist ziemlich hoch. Kann ich das ein bisschen gerade halten, aber mal so guckt. Auf der Seite, das ist das. Das ist aber oft hier nicht, ne? Hier so auf der anderen Seite sieht man, wenn man da runter guckt, noch etwas tiefer gelegen, auch noch mal ein Stück der Brücke, da gehen Bahnschienen lang. Aber die sind hier gar nicht realisiert, ne? So, jetzt kommt Maut. Damals kostete mit dem PKW eine Überfahrt roundabout 30 Euro. Das hat sich dann jetzt wohl inzwischen ein bisschen verändert, nehme ich an. Also, das sind ja 2 Brücken, ne? Daher müssen wir noch über die andere, über die Öresundbrücke fahren. Die ist teilweise Brücke und teilweise Tunnel. Warum habe ich jetzt eigentlich geblinkt? Bleibt er hier auf der Spur? So, was kostet das mit dem LKW? Gucken wir mal. 234 Euro, leck mich am Bein. Nur für die Scheißbrücke. Ja, mit dem PKW waren es 30 Euro und die andere Brücke dann eben auch nochmal 30, bist du bei 60. Und wenn du dann so einen Besuch oder einen Urlaub verbringst in Schweden und fährst jedes Mal über die Brücken, dann kannst du alleine schon 120 Euro nur für einen Brückenmaut rechnen. Und was jetzt wahrscheinlich mit den Jahren auch ein bisschen teurer wird, ne? Übrigens, als ich letzte Mal in Schweden war, das war ja da, wo ich den Jungen dann geholt habe, das war im Jahr, boah, lass mich nicht lügen, 2006, nee, 2007, glaube ich. 2006 oder 2007? Ja, 2007 muss das gewesen sein. Weil 2006 war ich ja auch in Schweden und zwar länger selber. War dann ein Jahr später oder so. Ja, das kommt hin, 2 Jahre später gewesen sein. Aber 2008 war das nicht. Ich glaube 2007. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist schon eine ganze Weile her. Ja. So, jetzt nähern wir uns schon bald Kopenhagen. Kopenhagen.
115 Kilometer. Ich glaube, das fahren wir noch fertig, wa? Ja, wieso nicht? Fahren wir fertig. Was steht da? Karge fest. Nee, Kuge fest. Okay. Ich aber nichts Dänisch kann. Denk mal, das heißt irgendwie Kreuz, West oder Kugel. Ist das ein Ort? Kann auch sein, ne? So. Und jetzt müssten wir dann, glaube ich, irgendwie abbiegen nach Norden, um nach Kopenhagen zu kommen. Wir fahren aber jetzt hier auf die rechte Spur. Nee, Malmö ist doch die andere. Ja, weiß ich nicht. Und fahren dann über den Öresund. Beziehungsweise teilweise ja auch drunter, ne? Ah, hier kommt jetzt hier Maut? Nee. Ja, siehst du, wir fahren hier. Kopenhagen, Malmö ist immer noch beides. Jo, da, Kopenhagen. Ich auch schon gewesen in Kopenhagen. Ja, habe ich sogar mal einen Tagesausflug hingemacht. Morgens los und dann hat den ganzen Tag geplästert. Dann habe ich gesagt, ach, wenn wir bis nach Kopenhagen fahren, da ist vielleicht schöneres Wetter. Ja, am Arsch, das hat genauso geplästert. Den ganzen Tag sind wir in Kopenhagen rumgelaufen, kladdernass regnen lassen und dann im Regen auch wieder zurück. Tolle Wurst. Also ich muss rüber, du musst mich rüberladen, nicht rein, nicht... Ach! Ich hab das doch gesehen, du hättest doch mal ein Stückchen rüberfahren können, aber nee. Schon haben wir die ersten Kratzer. Guck mal, da kommt ein Flieger runter. Yay. Guck mal, 60 Kilometer nur noch. Ist ja nix. Wisst ihr, hier ist jetzt Öresund, das sind auch wieder so 30 Euro gewesen damals. Erst ein Stück Tunnel, da geht das Wasser oben drüber, ne? Und dann ein Stück Brücke. Kann man vielleicht sehen. Mal gucken, Außensicht machen noch und ein bisschen gucken. So. Ne, da. Ah, kann man das sehen? Hier Brücke. Und da Tunnel unter Wasser. Boah, ich muss so aufpassen. Öresund. Jetzt die Brücke hier verbindet übrigens Dänemark mit Schweden. Also hinter uns Dänemark mit Kopenhagen da. Und da vorne, was wir sehen, ist dann schon Schweden. Das ist dann schon so die Nähe Malmö. Das sieht man ja auch ganz gut. Als ich damals mit der Fähre, mit der Nils Holgersson und Peter Pan die Reise gemacht habe, da bin ich ja von Travemünde aus mit der Fähre, nämlich mit der Nils Holgersson und zurück mit der Peter Pan oder andersrum. Von Travemünde nach Trelleborg. Sieht man jetzt auch auf dem Navi. Sind wir Trelleborg runter und dann ja, bin ich ja bis zum Polarkreis raufgefahren. Das war 2006, ne? Ja, ja, ja. So. Bisschen bremsen wäre, glaube ich, ganz gut. Oh, LKW ist da. Guck mal. So. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Können wir sogar einfach so durchrauschen. So, 25 Kilometer noch. Komm, da ziehen wir jetzt durch. Zeit ist zwar soweit abgelaufen, aber das machen wir jetzt so noch fertig, oder? Oder ist jetzt noch, wer weiß, wie viel in der Stadt gegurke? Was jetzt? Was ist denn da los? Da Göteborg steht da schon. Ach Gott, Stau. Ach, herrje, Mine. Polizei und Gedöns. Kaum bist du in Schweden, ist hier Gedöns. Oh, da brennt's. Da brennt's. Eieieiei. Grande Katastrophe. So, einmal raus. Das hört sich aber nach Zug an da oben. Boah, ich mit dem dicken Bagger da hier so in die Kurve sausen, das wäre so ein Ding.
5 Kilometerchen noch. Das kann sich aber unheimlich ziehen. Wenn wir eine Stadt noch fahren, 1000 Ampeln haben, dann zieht sich das und zieht sich das. Schauen wir mal. Oh, hier raus. Swaggerte Drop oder so. Der Malmö. Da sind wir hier in Malmö. Ja. Gucken. Da kommt noch einer. Jetzt fahre ich, aber die anderen müssen warten. So, passt. Dieses Riesengebilde da, was auf zwei Beinen steht, das steht da wirklich. Das kann man sogar von der dänischen Seite aus schon sehen. Also das stand auch damals schon da. So, jetzt haben wir Kreisverkehr. Ansonsten, so die Details kenne ich hier natürlich nicht. Außerdem ist ja, wie gesagt, lange her schon. So. Guck mal, dann sind wir sogar ganz in der Nähe von diesem Ding, wo wir abliefern, ne? Ja, ja. Ach, guck, Ikea. Ikea in Schweden? Echt? Skanska. Jo. Ich bin falsch gefahren. Ich hätte abgemusst. Moment. Da kommt ein LKW. Nein, 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 nein. Bleib da stehen, bleib da stehen. Ich muss hier rein. Oh, schön, dass die schön weit hinten stehen bleiben. Hier muss ich rein? Echt jetzt? Gucken wir mal. Ha ja? Kommen wir hier rum? Ja. Aua! Nee! Verdammt, das hat jetzt aber ordentlich geknallt. Was war denn das? Ich habe doch das Schild nicht angefahren. Jetzt will man eben gucken. Ach, das Kleine! Guck mal, das stellt sich wieder hin. Ist das aus Gummi? Habe ich das nicht gesehen? Anscheinend. Oi, 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 oi. Das gäbe Mecker, ne? So. Ach ja, fahren wir halt ein bisschen Volvo. Ist ja kein Ding. Mal was anders. Guck mal, 17 Uhr bis 23 Uhr oder so hätten wir noch Zeit gehabt. Hier sind sie aber schwer am Bauen, ne? Ist ganz klar. So, wo wollte den denn hinhaben? Kann ich da was sehen schon? Ach da, okay. Gucken wir mal. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, oder? Ja, haben sie natürlich so ein Schild dahin gepackt, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich fahre einfach mal einmal durch und setze dann zurück oder so, ne? So, großen Bogen. Ich glaube, so flott wird das keiner machen in der Realität. Viel langsamer. Na, ich glaube, so reicht das noch nicht. Den werde ich wohl noch mal ein bisschen korrigieren müssen. Ah, doch! Ha! Zurück, 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 zack. Ja, wenn ihm das so reicht, bitte sehr. Da haben wir ja keine Sorgen mit. Schwupp! Ui, ich bin sogar meinen nächsten Level gekommen. So. Natürlich speichern. Zack, zack, zack. Ja, und beim nächsten Mal vielleicht dann mal wieder was Längeres annehmen. Ich denke mal wieder rauf in den Norden. Schauen wir mal, was sich da so bietet. Und wie gesagt, also die Drivers Akademie, die machen wir dann, wenn wir die 1,53 drauf haben. Und dann wird das wohl in Deutsch sein. Dann habe ich da auch richtig Bock drauf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir weiterfahren, irgendwo hin. Bis dann, bye bye, tschüssi. Kommt weiter rum und muss nur selten rasten.
Von Frankreich bis ins Baltikum schleppt sie so manche Lasten. Von Portugal und Spanien her bis ganz weit in den Osten. Durch Polen bis ans Schwarze Meer kommt sie auf ihre Kosten. Mit Julia geht's kreuz und quer in ganz Europa hin und her. Es blitzt die Felge und es glänzt der Lack. Sie frisst so manchen Kilometer, fährt mal früh, dann wieder später. Simulator auf dem Eurotruck. Geht's kreuz und quer in ganz Europa hin und her. Es blitzt die Felge und es glänzt der Lack. Sie frisst so manchen Kilometer, fährt mal früh, dann wieder später. Simulator auf dem Eurotruck.